Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meine Top 5 Mods der Woche für Jurassic World Evolution. Ich habe wieder ein bisschen bei den Mods gestöbert und habe mir so 5 tolle Mods rausgesucht, die ich euch heute präsentieren will. Eigentlich sind es sogar 6, das werdet ihr dann gleich sehen, warum. Allerdings sind diese Mods nicht wirklich von der letzten Woche oder wurden halt in dieser Woche geupdatet. Das sind nochmal so Mods, die ich mir overall, also von der ganzen Zeit, wo die Mods erschienen sind, rausgesucht habe, weil die wirklich toll sind. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen habe ich die jetzt einfach nochmal alle mit reingenommen, weil letzte Woche war halt die Mod-Auswahl jetzt nicht so mega krass. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Hauptsache, wir sehen hier tolle, neue, coole Mods. Und wir fangen auch gleich mit einer wunderschönen Mod an. Die Mod heißt Appealing Apatosaurus. Und bei dieser Mod wird so ein bisschen der Apatosaurus überarbeitet, mit dem Ziel, diesen ansprechender und anmutiger wirken zu lassen und diesem so ein bisschen mehr Charakter zu verleihen. Finde ich eine ganz tolle Herangehensweise und die ist wirklich richtig gut umgesetzt. Das Ganze kommt übrigens von dem Mod-Ersteller Zarb10. Von dem werdet ihr heute auch noch ein paar mehr Mods sehen, weil der steckt wirklich viel Liebe und Arbeit in seine Mods und die Mods von ihm sind wirklich toll. Das werdet ihr jetzt auch gleich bei dem Apato sehen, der kommt hier gerade langsam rausgesneakt aus dem Entwicklungslabor. Wir gehen gleich auch so ein bisschen auf die Änderung hier ein. Ich würde sagen, ihr lasst ihn jetzt einfach erstmal ein bisschen auf euch wirken hier. Den Apatosaurus. Hierzu blende ich mal eben klein für euch ein Bild von dem alten Apatosaurus ein. Ich weiß, das ist nicht ideal, der Vergleich, aber dann habt ihr wenigstens so ein bisschen vor Augen, wie er denn vorher ausgesehen hat. Und was er natürlich als erstes so ein bisschen auffällt, er ist bulliger geworden, der Hals hängt ein bisschen tiefer, der Schweif ist ein bisschen länger geworden. Das sind aber wirklich alles sehr schöne Sachen, die hier geändert wurden. Unter anderem ist zum Beispiel auch hier, das ist der Nullskin, der wurde ein bisschen farbenfroher gemacht, also nicht mehr. Er ist zwar immer noch sehr grau, aber der Standardskin ist tatsächlich noch ein bisschen grauer als hier bei der Mod. Und bei jedem Skin wurden so leichte Streifen mit eingearbeitet. Das ist wirklich richtig schön. Der Hals ist auch tiefer und dicker geworden. Das habe ich ja gerade schon gesagt, dass der Hals ein bisschen tiefer ist. Ist aber auch noch ein bisschen dicker geworden. Die Augenfarbe wurde ein bisschen angepasst. Er hat jetzt blau-grüne Augen. Vorher hatte er, glaube ich, nur blaue Augen. Dann hat er eine größere und robustere Schulterregion. Das ist hier dieser Bereich. Sieht man ja, alles ein bisschen bulliger geworden. Ist hier ein, kräftiger. Und ich finde, er wirkt auf jeden Fall so im Gesamtpaket viel, viel anmutiger und schöner. So, wir starten hier mal wieder das Ganze auf normal. Ich hoffe, ihr konntet jetzt so ein bisschen mit diesem Bild den Vergleich sehen. Also ich finde, man sieht auf jeden Fall ganz klar einen Unterschied. Und er wirkt richtig, richtig schön. Er hat auch so ein bisschen eine andere Kopfform bekommen. Ein anderes Lächeln hat er auch bekommen unter anderem. Also er sieht jetzt ein bisschen freundlicher aus. Hat auch eine Brauenregion, also das, der Bereich um die Augen, der ist auch so ein bisschen ausgeprägter jetzt geworden. Ich mag diese Herangehensweise von dem Zarb10 wirklich sehr gerne. Also, dass er wirklich darauf abzielt, die Dinosaurier, den Dinosauriern mehr Charakter zu verleihen als Hauptziel. Das finde ich echt toll. Und ich finde, diese Mod ist richtig gut gelungen und die kann man auch auf jeden Fall installiert lassen. Weil hier gibt es kein Manko. Die Auflösung ist gut, die Qualität ist gut, der Dinosaurier sieht gut aus, die Animationen sehen alle sehr gut aus. Das ist wirklich ganz toll. Und die anderen Skins sind natürlich auch so ein bisschen angepasst worden. Die laufen ja auch rum. Da wurden halt auch diese ganz leichte Bestreifung über den Körper, wurde dort eingefügt. Ich denke mal, das könnt ihr hier ganz gut sehen. Also hier sind so ganz leichte Streifen mit eingearbeitet. Das sieht wirklich toll aus. Und die Auflösung ist auch super, wie ihr seht. Das ist nix pixelig. Das ist richtig, richtig toll. So, was haben wir hinten noch? Noch weitere Skins. Oh, das ist auch ein sehr schöner Skin. Das sind halt so kleine Änderungen, die aber den Dinosaurier wirklich viel cooler wirken lassen. Der Pato war ja auch vorher so ein Dinosaurier, den habe ich echt sehr selten in meinen Parks gemacht, weil ich den einfach nicht so cool finde oder fand. Und jetzt mit dieser Mod ist der wirklich sehr nice. Und ihr werdet gleich auch noch weitere Mods von Zarb10 sehen. Und dort hat er wirklich genauso viel Liebe reingesteckt. Das ist auf jeden Fall die Appealing Apatosaurus Mod und für mich ein verdienter Platz 5. Und dann kommen wir schon zu meinem Platz 4 für diese Woche.
Und das sind zwei Mods auf einmal, die beide jeweils einen neuen Dinosaurier in das Spiel einfügen. Unter anderem haben wir für den Gallimimus den Epiornis Maximus. Und für den Allosaurus haben wir den Torvosaurus. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Epiornis Maximus an. Lassen den mal frei. Und dann könnt ihr euch den mal anschauen. Ich habe die übrigens zusammengefasst, weil die beide von den gleichen Machern kommen. Sind übrigens auch die gleichen Macher, die den Dodo eingefügt haben. Also die machen momentan richtig viel. Oh, ich muss mal hier eben kurz den Wald entfernen. Dann schauen wir uns den gleich mal an. Die machen momentan richtig, richtig viel, was neue Dinosaurier angeht, also Einfügung ins Spiel. Allerdings habe ich da immer dieses kleine Manko, dass die Qualität von den Models und von den Skins und so nicht ganz so schön ist. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Deswegen ist es bei mir auch nur auf Platz 4 gelandet. Weil die Idee ist mega cool, so ein gefiederter, neuer... Ist das ein Dinosaurier? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Also die Idee ist mega cool, so einen straußenähnlichen, gefiederten Dino ins Spiel einzufügen. Allerdings ist die Qualität wieder nicht so gut. Also ihr seht schon, die Textur ist nicht so schön. Das Model an sich ist auch nicht so schön teilweise. Ich finde hier unten die Kanten und so sehen nicht so gut aus. Aber die Idee ist cool. Wenn man vom Weiten guckt, dann sieht der schon echt nice aus. Der Epiornis Maximus. Aber wenn man dann wirklich Screenshots machen will von nah dran, dann lässt die Qualität halt... Oh, die sind ausgebüxt. Lässt die Qualität halt hart zu wünschen übrig. Die sind alle ausgebüxt. Wie sie hier stolzieren. Frech. Scheinen hier hinten durch die Lücke zu kommen. Okay. Ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Das war ja beim Dodo eigentlich genauso der Fall. Und der Fall ist es auch bei dem Torvosaurus leider. Der ist leider jetzt gerade noch nicht fertig, aber wir warten mal ganz kurz. Der sieht schon cool aus, ne? Das ist halt so ein Fleischfresser mit einem ganz anderen Stil mal. Der geht halt auch so ein bisschen in diese gefiederte Richtung, wenn ihr mal schaut. Also ab hier soll das Ganze so ein bisschen gefiedert aussehen. Das hat man auch schon einigermaßen gut hinbekommen. Allerdings müsste man, damit das Ganze wirklich nach Federkleid aussieht, glaube ich, das Model komplett überarbeiten. Und nicht einfach nur den Skin mit der Textur so ein bisschen anpassen, was jetzt hier der Fall ist. Aber hier habe ich eigentlich auch genau das Gleiche zu bemängeln. Die Qualität ist nicht ganz so gut. Ist ein bisschen besser als bei dem Epiornis. Ein bisschen besser aber nur. Aber ihr seht schon, ist noch pixelig. Teilweise sind die sehr kantig, die Modelle. Bei einigen Bewegungen und so glitscht das dann auch hier so rein. Also das ist leider nicht ganz so sauber. Aber ich finde es halt cool, dass trotzdem wieder ein neuer Dino ins Spiel eingefügt wurde. Und ich finde auch die Idee cool, den halt so ein bisschen gefiedert wirken zu lassen. Da schnappt er ihn und erlegt ihn. Die Animationen sehen eigentlich auch ganz ordentlich noch aus. Also sind jetzt nicht so schlecht. Das ist schon eine coole Mod. Und ich finde auch dadurch auf jeden Fall ein verdienter Platz 4. Und damit kommen wir schon zu meinem Platz 3 für diese Woche. Vielleicht hört ihr schon im Hintergrund, um welchen Dinosaurier es geht. Es geht um den Mayasaurer. Die Mod heißt Majestic Mayasaurer. Und kommt wieder von Zap 10, der ja auch von den Apatosaurus gemacht hat. Und auch hier hat er wirklich eine tolle Arbeit abgeliefert. Er hat natürlich auch hier wieder das Ziel gehabt, dem Dinosaurier ein bisschen mehr Anmut und Charakter zu verleihen. Und das hat er meiner Meinung nach definitiv geschafft. Ich meine, guckt euch den Maya an. Der sieht wirklich viel cooler aus als der aus dem Originalspiel. Hat jetzt auch viel lebhaftere und farbenfrohere Skins. Ich habe hier schon mal einige Skins freigelassen. Können uns den gleich auch gerne nochmal bei im Standbild nochmal ein bisschen genauer angucken und auch die Änderung. Aber es sieht auch alles so hochauflösend aus. Das ist echt cool. Gefällt mir richtig gut, dass die Skins so hochauflösend aussehen. Weil es ist oft der Fall, wenn eine Mod reinkommt, dass die Skins einfach an der Qualität so ein bisschen verlieren. Und ich habe hier das Gefühl, dass die Skins von der Qualität noch besser aussehen als im Originalspiel. Es haben sich aber auch echt noch viele Dinge hier geändert. Ich kann noch mal eben für euch, wir machen mal kurz auf pausiert, das ist ganz gut. Ist gerade ein schöner Schnappschuss hier. Ich blende mal ganz kurz für euch oben rechts so ein kleines Bild von dem alten Maya ein. Ist immer schwer mit dem Vergleich, ich weiß, aber ich versuche es euch zumindest so ein bisschen zu zeigen. Unter anderem wurde hier oben diese Augenbraue komplett geändert. Die ist viel größer geworden. Hier ist jetzt auch so eine Art Horn.
Und ja, die Farben und die Skins wurden natürlich ein bisschen farbenfroher und lebhafter, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und einige Sachen sind dicker geworden. Unter anderem die Lippen hier vorne. Dann der Schweif ist ein bisschen dicker geworden hier hinten. Der hier. Und die Schultern und der Hals. Alles so ein bisschen dicker geworden. Finde ich aber wirklich richtig, richtig schön. Und ich finde auch, die passen so gut in das Spiel. Die sehen einfach so schön aus. Ich habe den Maya zum Beispiel vorher auch sehr selten nur gemacht. Aber jetzt mit dieser Mod, da würde ich den, glaube ich, echt öfter machen, weil der sieht wirklich majestätisch aus, wie ja der Name auch schon sagt. Und wir haben ja dann auch einige Skins. Wir können ja mal ein bisschen durchschalten. Ein Skin habe ich jetzt gar nicht freigelassen, aber wenn ihr den mal selber sehen wollt, die Mod ist ja unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das mal runterladen und selbst ausprobieren. Ah, das sieht schon wirklich sehr cool aus. Hier nochmal so ein grüner Skin. Das sieht echt so nice aus. Also es ist richtig, richtig tolle Arbeit. Und für mich ist das auf jeden Fall ein verdienter Platz 3. Und damit kommen wir schon zu meinem Platz 2. Das ist die JPOG Carcharodontosaurus Mod. Wie der Name schon sagt, wird dort der Carcharodontosaurus vom Model her und vom Skin her an den aus dem Spiel Jurassic Park Operation Genesis von 2003 angepasst. Ich bin ja großer Fan von dem Spiel, habe das früher richtig gerne gespielt und deswegen ist das echt eine Mod, die ich ausprobieren musste. Und jetzt schaut sie euch einfach mal an. Sieht der nicht badass aus? Also ich finde den mega cool. Wir können uns den gleich auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Was natürlich direkt ins Auge fällt, ist hier diese Augenbrauenpartie mit diesem Rot oben und das blaugrüne Auge. Und dann hier unten dieser Streifen, der schwarze, der gefällt mir auch richtig gut. Ein mega cooler Skin. Und auch das Model wurde so ein bisschen angepasst. Sieht man gerade hier oben am Kopf bei der Augenbrauenpartie. Der sieht schon böse aus, ne? Ich mag den Carcharodontosaurus. Ne, Carcharodontosaurus. Ist das jetzt richtig? Ich weiß es immer noch nicht. Carcharodontosaurus ist, glaube ich, richtig. So sagt das auch hier die Frau, wenn man den freilässt. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Wir lassen auch noch mal ein paar andere Skins jetzt frei. Zum Beispiel Regenwald. Ich werde jetzt nicht alle Skins freilassen, keine Sorge. Aber so ein paar schauen wir uns mal an. Und dann könnt ihr die restlichen ja auch selber mal ausprobieren. Regenwald ist halt sehr grünlich. Sieht aber auch cool aus. So die Farbkombination. Boah, dieser Schrei, ne? Ich finde das so cool. Klingt immer so ein bisschen, ich finde, elektronisch oder so bei dem. Ich glaube, da so eine richtige elektronische Frequenz oder so bei rumkommt. Das ist schon mega nice. Aber auch ein ganz toller Skin hier. Oh, die gehen jetzt mal eben was trinken. Wir lassen nochmal eben schnell den dritten frei. Schauen uns den nochmal an. Weil ich habe auf den Bildern von der Mod gesehen, die sind alle richtig cool, die Skins. Der hier sieht auch cool aus. Mit dem rötlichen, dieses Orange-Gelb da drin. Mega. Aber der schwarze, also der, nicht schwarze, sondern dieser Standard-Skin, den wir als erstes freigelassen haben, ist auf jeden Fall mit Abstand mein Favorit. Ah, ich finde den cool. Jetzt könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen, wie böse der aussieht. Dieses grün-blaue Auge und dann diese rote Leiste. Die Qualität ist auch sehr gut. Also wirklich, das ist eine sehr gute Qualität, wenn man so nah ranzoomt und das noch so scharf aussieht. Da kann man sich nicht beklagen. Das sieht schon toll aus. Richtig cooler Skin. Also das ist hier mein Favorit, aber es gibt auch noch andere coole Skins. Ich habe die auf den Bildern gesehen. Zum Beispiel so ein ganz dunkler. Der sieht auch nice aus. Der ist aber auch cool hier von der Farbe. Ah, ist eine super Mod. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein verdienter Platz 2 hier für diese Woche. Und dann kommen wir schon zu meinem Platz 1 für diese Woche. Ihr seht schon im Hintergrund, das ist die Dire Deinonychus Mod. Diese verändert so ein bisschen den Deinonychus. Was sie genau macht, darauf gehen wir gleich mal ein. Sie kommt auf jeden Fall von Zarb 10, der hat ja auch die Mayasaura und Apatosaurus Mod erstellt. Das heißt, der ist dreimal in den Top 5 Mods dieser Woche vertreten, weil er einfach so tolle Mods erstellt hat. Und ich bin ja sowieso großer Deinonychus-Fan und er hat es geschafft, dass der Deinonychus noch bedrohlicher und cooler wirkt, als er ja sowieso schon im Originalspiel ist. Was einem direkt auffällt, dieser Kamm hier oben hat sich geändert.
Die Schnauze vorne, also die Schnute hier, hat sich so ein bisschen geändert. Und auch der Teil hier hinten beim Schweif hat sich geändert. Aber das kann man hier auf dem Bild nochmal ganz gut sehen. Hier seht ihr nämlich den Original Deinonychus aus dem Spiel. Und hier unten seht ihr den veränderten Deinonychus. Und da könnt ihr direkt sehen, dass dieser Kamm zum Beispiel weiter nach hinten bewegt wurde auf dem Kopf. Und auch diese Einkerbungen so ein bisschen tiefer sind. Dadurch wirkt er einfach noch bedrohlicher. Und auch die Schnauze ist hier viel größer geworden, wenn ihr mal schaut. Hier ist jetzt zwar dieser Pfeil im Weg, aber ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Hier oben rechts seht ihr das auch nochmal ganz gut. Hier die Schnauze. Im Gegensatz zu hier. Die ist halt viel breiter und länger geworden. Finde ich mega cool. Dadurch wirkt er halt noch bedrohlicher. Und was natürlich noch auffällt, hier der Teil hat sich so ein bisschen geändert. Also das ist hier die gemoddete Version. Und auch der Schweif hier. Gerade auch dieser Kamm oben auf dem Schweif hat sich geändert. Der ist hier so ein bisschen gerader. Hier ist das Ganze noch so ein bisschen ausgeprägter. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Können wir ganz kurz hier die Screenshots so ein bisschen durchgehen. Sieht mega nice aus. Er wirkt auf jeden Fall noch viel, viel bedrohlicher. Ich bin gleich gespannt, wie das Ganze in-game aussieht. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber diese Screenshots haben mir schon gereicht, um das Ganze auf Platz 1 zu packen. Weil ich war sehr begeistert. Wow, auch ein cooler Skin hier, der grüne. Oh, auch nice, der orangene hier. Das ist echt cool hier hinten. Das gefällt mir sehr gut. Und auch der Kamm oben. Das ist echt eine tolle Änderung. Boah. Okay, das ist mein Favoritenskin. Definitiv dieser grüne. Der ist ja richtig nice. Ja, der Deinonychus an sich hat ja sowieso schon sehr gute Skins. So, das waren auf jeden Fall die Screenshots. Hier unten stehen dann auch nochmal, was ich so alles geändert habe. Könnt ihr euch alles gerne durchlesen. Die Mod ist ja unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal in-game an. Ich habe extra den grünen hier übrig gelassen, zum gemeinsam freilassen. Weil den fand ich ja vorhin mega cool auf den Screenshots. Normalerweise habe ich ja einen anderen Lieblings-Deinonychus-Skin. Aber dieser grüne Skin hat es mir echt angetan. In der Mod-Beschreibung stand auch nur drin, dass sie nicht mehr so glänzen. Aber ansonsten die Skins sich nicht wirklich geändert haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Skin vorher nicht so detailreich war, oder? Noch mal ganz kurz hier in diese andere Perspektive. Dann kann ich euch zeigen, was ich meine. Oh, Entschuldigung. So, wir machen mal ganz kurz auf langsam. Also ich meine halt hier diese ganzen Farbakzente, dieses ganze Grüne hier oben und sowas. Und hier ist auch so hellgrün und drin und sowas. Und auch so ein bisschen braun. Das war doch vorher nicht. Auch hier am Arm sieht man das sehr gut. Also so viele Details waren doch vorher nicht in dem Skin, oder? Die sieht einfach mega cool aus, dieser grüne Skin. Ich finde auch die Modeländerung richtig nice. Hier oben der Kamm, dann hier hinten der Schweif. Das ist schon Hammer. Und auch natürlich die Schnute oder die Schnauze. Schnute klingt immer so komisch bei Dinos. Ich mag aber echt gerne diese Farbkombination. Das ist so richtig tarnfarben. Dann diese schönen hellgrünen Akzente da auch noch. Wie sieht es bei dem Skin aus? Ich glaube, der hat sich nicht geändert. Also der glänzt, glaube ich, nur nicht mehr so doll. Aber an den kann ich mich gut erinnern. Kann auch gut sein, dass ich nie diesen grünen Skin gemacht habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr einmal durchschauen, welche Skins das alles so sind. Das ist der Tiger Skin. Schalten wir mal einen weiter. Da haben wir den Standard Skin. Ich glaube, der hat aber auch ein bisschen mehr Details hier bekommen. Kann aber auch echt sein, dass ich mich irre. Okay, nächster. Das ist Alpine. Den finde ich am unspannendsten, muss ich sagen. Aber ist trotzdem cool. Definitiv hier mit diesem schwarzen Auge und dann alles so hell-weiß-grau. Wenn man das so in so einer Berglandschaft den hier benutzt, könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen. So, der nächste Skin, der ist so eben ausgebüxt. Das ist das Regenwaldmuster, haben wir ja gerade schon gesehen. Und das hier ist eigentlich mein Lieblingsskin von dem Deinonychus. Aber ich muss sagen, dass mir mit dieser... Oh, das wollte ich nicht anmachen. Mit dieser Mod der grüne Skin besser gefällt. Auch wenn die sind alle cool, das steht außer Frage. Aber mit dieser Mod fällt mir der grüne Skin ein bisschen besser, muss ich sagen. Wobei, oh. Farbe ist natürlich auch cool, ne? Das Rot. Sieht man nur gerade so, nicht so gut, weil es nicht in der Sonne ist. Ach, einigen wir uns einfach darauf, dass alle Skins mega cool sind. Dass diese ganze Mod einfach mega cool ist. Und für mich auch auf jeden Fall ein verdienter Platz 1 ist. Ich würde sagen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, welche Mod euch am besten gefallen hat von den Mods, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren.
Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.